Hallo, mein Name ist Now. Ich bin ein Roboter und ein wunderbarer Museumsführer. Hier haben wir ein berühmtes Gemälde von Picasso mit dem Titel „Mädchen mit Mandoline“, welches er im Jahre 1910 gemalt hat. Es ist ziemlich abstrakt, aber man kann trotzdem die Konturen des Mädchens und des Instruments erkennen, dass sie wie eine Gitarre hält. Das Gemälde besteht hauptsächlich aus geometrischen Elementen, die für Plastizität und Volumen sorgen. Einfach wunderschön, ein erstaunliches Kunstwerk. Hallo, mein Name ist Nau, ich bin Roboter und ein wunderbarer Museumsführer. Hier haben wir ein berühmtes Gemälde von Picasso mit dem Titel Mädchen mit Mandoline, welches er im Jahre 1910 gemalt hat. Das ist ziemlich abstrakt, aber man kann trotzdem die Konturen des Mädchens und des Instruments erkennen, das so wie ein Gitarre hält. Das Gemälde besteht hauptsächlich aus geometrischen Elementen, die für Plastizität und Volumen sorgen. Einfach wunderschön, erstaunliches Kunstwerk.